Trimbakam yachamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityomokshiyamamritat. Om Trayambakam 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 yachamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityomokshiyamamritat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Guru, I bow to God, Sri Gurudev, and the entire creation in the presence of God. I pray for the entire creation, for the health, well-being, peace and progress. My love to you all. Jai Guru, ich verbeuge mich vor Gott, vor Gurudev und vor der gesamten Schöpfung als die Präsenz Gottes.
Ich bete für die gesamte Schöpfung, für ihre Gesundheit, Wohlergehen, Frieden und Fortschritt, meine Liebe an sie alle. I offer my love, prayer and oneness to Sri Sister Marie, whom I love as my mother. Ich erbitte meine Liebe, meine Gebete und meine Einheit an Schwester Maria, die ich wie meine Mutter liebe. She was a Franciscan nun, who left her body last February. Sie war eine Franziskanernonne. Sie war eine Franziskanernonne, die ihren Körper letzten Februar, also in 2021, verlassen hat. Our first retreat in Assisi was held in a monastery run by the nuns. Unser erster Retreat in Assisi, der wurde in einem Kloster abgehalten, der von Nonnen geleitet wurde. I was for them a new event. No? It was for them a new event, people meditating, all vegetarians, all very quiet and silent. Das war für sie dort eine ganz neue Veranstaltung, dass die Leute meditieren, alle Vegetarier sind und alle sehr ruhig und still sind. But it was unfortunate that none except Sister Maria knew English. Aber leider konnte keine der Nonnen außer Schwester Maria Englisch sprechen.
She came to the talks and sat in the back of our out of curiosity. Sie kam zu den Vorträgen und hat sich ganz hinten hingesetzt und zugehört aus Neugierde. Then she wanted to meet Prajnananda. Dann wollte sie Prajnananda Sri Guruji treffen. There were two chairs, one table with a flower vase full of flowers, and we two. Da standen zwei Stühle, ein Tisch mit einer Vase mit Blumen und wir beide. After we greeted each other, she asked, "How can I address you?" It was her polite question. Nachdem wir beide uns begrüßt hatten, fragte sie, "Wie kann ich Sie ansprechen?" Das war ihre sehr freundliche Frage. In usual way, I said, "I am your child, and you are my mother. We can address like this and talk." So wie gewöhnlich sagte ich, "Ich bin ihr Kind und sie sind meine Mutter. Wir können uns so ansprechen und so reden." Thank you.
She was shocked. Later she said, I'm devoted to Jesus since my childhood. Never thought of physical pleasure or marriage. Then became a nun. I never dreamt to have a child. Now God gave me a son, a monk, and a Hindu monk. Sie war schockiert. Später sagte sie dann, ich bin seit meiner Kindheit Jesus hingegeben. Niemals habe ich dran gedacht, physischen Freuden zu folgen oder zu heiraten. Und ich bekam eine Nonne, ich wurde eine Nonne. Ich habe niemals davon geträumt, ein Kind zu haben. Nun hat Gott mir einen Sohn gegeben, einen Monk, einen Hindu-Mönch. Since that day, we developed a deep bond of love as a mother and son. She had the wish to come to India. It could not happen, but her laughter, love and joy always impressed me. We met several times during our programs in Assisi. Seit diesem Tag haben wir ein starkes Band der Liebe von einer Mutter und einem Sohn entwickelt. Sie hatte den Wunsch, nach Indien zu kommen, aber das konnte nicht geschehen. Aber ihr Lachen, ihre Liebe und ihre Freude sind immer präsent in mir. Wir haben uns mehrere Male während unserer Programme in Assisi getroffen. She wrote letters regularly, and so did I. Since COVID, we did not have any contact. Here I heard about her demise. The day I heard, I had teardrops and lit a candle in my altar. I bowed to her with reverence. Sie hat mir regelmäßig Briefe geschrieben und ebenso habe ich das gemacht. Aber seit Covid hatten wir keinen Kontakt mehr. Hier habe ich nun gehört von ihrem Tod und an dem Tag, an dem ich das hörte, hatte ich Tränen in den Augen und ich habe eine Kerze angezündet auf meinem Altar.
Ich verbeuge mich vor Hör mit mit Ehrerbietung. I bow to God and Sri Gurudev and all of you, praying for all. Jai Guru. Ich verbeuge mich vor Gott, vor Sri Gurudev und vor Ihnen allen. Ich bete für Sie alle, Jai Guru.